Wir sind zurück bei Let's Ride und ihr seht, ich schaue mir schon wieder den Sonnenuntergang an. Bei mir ist ja auch gerade die Sonne am Untergehen, ist heute ein bisschen später mal geworden, aber ich hoffe mal, ich kriege die Folge noch einigermaßen pünktlich raus. Tja, wollen wir gar nicht lange schnacken, wir haben große Ziele. Wir werden heute uns nämlich die nächste Gruppe anschauen, genau, in der World Tour. Gestern haben wir ja schon die Elite abgestaubt, so. Naked Bike, Heavyweight, werden wir uns antun. Mir ist eingefallen, das haben wir schon mal gemacht. Und zwar haben wir hier schon mal ein paar Goldmedaillen geholt. Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, ist komplett weg. Ihr kennt euch da wahrscheinlich besser aus. So, darum werden wir jetzt eher erstmal Modern Naked Bike fahren. Over 100 Horsepower. Da bin ich mal gespannt, Alter. Also sogar 120. Ja, Augen auf, Eishawk, wenn du mal wieder moderierst. So, aber jetzt hier erstmal genug der Pleiten, Pech und Pan. Wir legen los. Ah, okay, sind wir schon wieder... Ah, hier, sehr schön. Oh, und die... Okay, das schaut doch aus, als wenn wir diese ganze Art von Rennsachen hier kennen. Das heißt, wir fahren das Gleiche nur mit anderen Motorrädern. Und... Hä, wir haben keine Motorräder? Warte mal, ich muss mal kurz zurück. Ich habe doch hier Gold. Was habe ich denn hier für Motorräder? Ah, die Aprilia. Alles klar, und warum können wir die nicht nehmen? Ist die nicht modern? Achso, die hat wahrscheinlich nicht über 120... Alles klar, okay. So, da muss ich mal kurz jetzt hier richten. Oho, was haben wir denn hier? Das sind ein paar neue Aprilias. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Was denn das, Alter? DB9, Alter. Das ist kein Aston Martin, das ist eine Bimoto. Ah, hier, eine schöne BMW S1000R. Ist eine schöne Maschine, auch wenn sie von BMW ist. Oh, eine Monster. Hm. Die lädt ja ein, aber obwohl ich hier lieber die fahren würde. Vor allem, die hat mal richtig viel Horsepower, aber die hat auch ordentlich Gewicht mit 205. Tja. Sieht hier alles so ganz gut aus. Barracuda gefällt mir. Oh Mann, da haben wir aber hier erstmal eine richtig geile Auswahl. Ah, eine Z1000. Hm. Ich glaube, die nehmen wir. Bin mal gespannt, wieso die Kurvenverhältnisse von der Maschine sind. Oh, was ist denn das hier? Ach hier, das ist doch die, die wir freigeschaltet haben. Die Triumph. Und die R in groß. So, dann lasst uns doch mal gucken. Wir haben auf jeden Fall die Triumph und die Kawasaki. Die werden wir jetzt hier erst einmal... 135, 11, 3 Zylinder und dabei 186. Ganz schön schwer, das Mädchen. So, die ist 145, 135. Die ist dafür aber auch um einiges schwerer. Wir nehmen die Triumph. Wenn ich mir auch so die Daten angucke, ist das ganz okay. Die Höchstgeschwindigkeit ist zwar nicht so im Optimum, aber warte mal. Die R macht jetzt keinen Unterschied, nur das Fahrverhalten ist besser. Ich glaube, dann nehmen wir mal die R. Oh, schade, die kann man nur in Weiß fahren. Und diese schöne Triumph hier? In Schwarz und in Blau. Blau sieht sie natürlich auch schön aus, ne? Na komm, fahren wir sie in Weiß-Grau für 16.000. Nehmen wir die gute. Was? Der Stolz Britanniens. Ja, ich möchte gerne, dass das mein Standardbike wird. So, Triumph. Sieht doch echt schön, die... Sieht doch echt wunderschön aus. Sehr windschnittig. Schönes Teil. So, dann wollen wir das gute Ding auch gleich mal anpassen. Genug Asche haben wir ja. So. Oh, nee, halt mal. Nein, ich wollte keinen Showroom. Mist. Na gut, dann wollen wir mal... Ja, aber ich möchte gerne nochmal zurück. So. Da ist man nochmal hier wieder auf die falsche Taste gekommen und schon wird man wieder bestraft. Tja, kleine Sünden werden bestraft. Oh, schaut soweit ganz gut erstmal aus, finde ich. Oh ja, die geht hoch. Alter, und auch in den Newtonmeter. Oh, und das ist für 6.000 nur. Haben wir richtig Schwein. Bin mal gespannt, wie sich die Maschine auch so gibt. Alter, hier, schön mit dem Doppelauspuff. Aber das wird jetzt dann hier nur ein Single sein, tatsächlich. Schade, dass das Ding natürlich dann so runtergeht. Ich hätte viel lieber den Doppelten behalten. Sieht einfach nur richtig fett aus. So... Boah, was ist... Alter. Woohoo!
verchromt, mein Lieber. Und hier noch her. Oh, guck mal. Sehr schön. So, das ist nämlich 400. Und da kommt keiner ran. Und die anderen sind auch alles gleich. Ja, dann würde ich mal sagen, hat der Akra Provik gewonnen. Sieht zwar nicht jetzt mehr so ganz so schön aus, aber auf jeden Fall erstmal schön leicht. Gerade bei Motorrädern ist eine Gewichtsreduzierung Gold wert. Gerade wenn der Fahrer mal wieder ein bisschen zu viel gesoffen hat und zu viel wieder Intus hat. So. Das ziehen wir auch hier gleich hoch. Und mal wieder nicht pinkeln war natürlich, ne? So, mal gucken, was haben wir denn hier? Schön weiß. Ja, das machen wir. Mal gucken, ob wir ein paar schöne passende weiße Felgen finden. Oder vielleicht auch rote. Wir haben so wenig Rot an dem Ding. Können wir mal schauen. Das sieht gut aus. Ey, guckt euch mal die Werte an, ey, was sich da schon tut. Junge, 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 Junge. Geilomando, Alter. Geilomat. So, dann schauen wir mal erstmal in weiß. Ja, fällt noch nicht ganz so auf. Nehmen wir mal hier schönes Rot. Na, ist auch nicht besonders helle. Weiß fällt irgendwie mehr auf. Dann nehmen wir da auf weiße Leitung. Das hier alles mal ein bisschen optisch hier so wunderbar passt. So, schwarz sieht natürlich, ja, habe ich mir gedacht. Sieht mir überhaupt nicht aus. Bleiben wir schön bei der Goldfarbe. Ja, und dann sind wir auch schon gleich bei den Reifen. Gehen wir mal durch. So, 2-2. Oh, oh. Die werden alle... Oh, 2-3 sogar. Na, komm. Okay, wir sind komplett durch. 2-2 ist das Ultimative in Sachen der Gefühle. So, 2-2. So, da, 2-2. Schauen wir mal. Da geht's hier lang. Da. Wie sieht denn das aus? Ah, das sind die Standarddinger, die wir haben. Von Machete. So wie ich sie mal nenne. Ich weiß, sie heißt nicht Machete, aber... Kommt nah ran. Ja, sieht jetzt nicht unbedingt besser aus. Wir können mal kurz gucken. Komplett rote. Das ist nicht rot. Das hier ist rot. Na, ich weiß nicht. Das sieht mir ein bisschen zu assi aus. Da kann ich auch gleich einen VW tunen. So, dann wollen wir das Ganze mal machen. So, erstmal hier mit dem Nummernschild weg. Das braucht kein Mensch. Jo, dann nehmen wir erstmal hier gleich diese Kanonenrohre hinten. Erstmal schön wieder im Freien sind. Die Dinger brauchen wir eh nicht. Wir werden sowieso nicht nach hinten gucken, wo unsere Gegner bleiben. Das reicht, dass wir wissen, dass die auf jeden Fall hinter uns sind. So, hier klatschen wir gleich erstmal rote Bremsgriffe ran. Das passt auf jeden Fall. So. Gucken wir erstmal. Schön in Rot. Oh ja, das sieht gut aus. Na gut, dauert jetzt ein bisschen hier. Ist natürlich klar, aber ich versuche hier ein bisschen zu unterhalten. Also, schauen wir mal. Das könnte man nehmen, muss man aber nicht. Sieht auch schon sehr gut aus. Ich glaube, die nehmen wir auch. So, und die Gesamtfarbe konnten wir ja nicht ändern. Nee. Nur komplett in der Farbe und... ein komplett schwarzes Bike wäre auch schön, aber ich mag... Sagen wir es mal so, die Triumph ist einfach dafür gemacht, dass man sie jedenfalls mal sieht. Gucken wir, ob wir vielleicht noch eine schöne andere Maschine finden, die wo sich schwarz weitaus mehr lohnt. So, jetzt mache ich aber mal ein Ladebildschirm weg. Wir wollen los. Ab geht's. Los, lad schneller. Tja, da bin ich mal echt gespannt, was so die Triumph jetzt so uns bietet. Da sie ja vor allen Dingen ja auch eine wunderbare Allround-Maschine ist. Ah, Sisi wollen was umstellen. Können wir gleich nochmal machen nach dem Rennen. Ich wollte das Ding ja auf Pro stellen. Mal gucken, wo da der Unterschied ist. Boah, aber die Bremse ist viel zu stark eingestellt. Ich habe schon richtig wenig drauf gedrückt. So. Okay, die man merkt der Maschine auf jeden Fall das Gewicht an. Das ist ein kompletter Unterschied zu gestern. So, wie viele Runden fahren wir denn? 3 Runden, okay. So, schon was mit anfangen hier. Oh.
Obwohl, ich werde doch noch nichts einstellen. Ich will erstmal hier das Ding erstmal kennenlernen, bevor ich hier rumfummle. Nachher klappt es wieder nicht. Aber hier, guck mal, die beiden fahren auf jeden Fall nicht mit Slicks. Das haben die auf jeden Fall einen Vorteil. Aber ich merke, dass hier gegen Quantin irgendwen. Ah! Da muss ich zurückspulen. Wie, die Bremskraft ist viel zu krass, wie wir hier abheben. Hier, da könnt ihr das mal, warte mal, genau nochmal sehen. Von der Seite. Seht ihr das, wie das Hinterrad abhebt? Guck mal hier. Nur weil ich zu stark bremse. Tja, und das darf nicht passieren. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. So, das ziehen wir mal hier weg. So, und schon läuft es auch schon besser. Ja, die Maschine hat auf jeden Fall eine sehr große Bremskraft. Das ist auf jeden Fall ein kompletter Unterschied wie Tag und Nacht. So, mal schauen. Ah, die hat einen interessanten Sound, die Maschine. Aber ein bisschen leise. Boah, was sind wir los, Alter? Oh! Alter, die Dreckschweine. Alter, warte mal, das muss ich hier mal gucken, Alter. Das muss ich mal gucken. Wer war das? Okay, ich war auch ziemlich mutig von mir, einfach reinzufahren. Da. Eine orangene Z1000 hat uns weggehauen, Alter. Puh. Jetzt hat sich die Sau auch gemault. Alter, ist der uns reingescheppert. Na gut, aber ich muss auch gestehen, wir haben ihm keine große Chance gelassen. Das war schon wieder. Ah ne, das ist eine schwarze Z1000. So, und wir merken auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein riesiger Unterschied gegenüber den Street Fightern, die wir vorher gefahren sind. Wo wir den Leuten ja richtig weggefahren sind. Jetzt haben wir hier richtig Probleme. Genau deswegen werde ich... jetzt auch erstmal... Ey, wir waren auf Mittel. Wir waren auf Mittel bei Traktion und die Hinterreifen rutschen weg. Beim Vollbeschleunigen. Und wenn wir die mal auf Hoch machen... Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal Probleme, hinterherzukommen. Und ich muss auch gestehen, ich muss hier erstmal die Ideallinie finden bei dieser Maschine. Das ist auf jeden Fall ein ganz schönes Ding. So. Ferrero-Küsschen, lass mich mal vorbei. Alles klar, so. Oh, das Ding lenkt aber auch langsam hier in seiner Gewichtsverlagerung, Alter. Jo, okay. Dafür, dass es eine Allround-Maschine ist, hat sie ganz schöne Diva-ähnliche Angewohnheiten. Und wir haben unsere eigene Zeit um 2 Sekunden und 1 geschlagen, das ist schon mal gut. Ah ja, das Ding muss ja erstmal richtig handhaben hier. Ich komme hier gerade echt voll, wenn ich das Spiel gerade zum ersten Mal spiele. Also das ist wirklich Hammer, wie die Klassen sich untereinander doch unterscheiden. Und der Bremsweg ist auch richtig krass im Unterschied. Hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich so ein Riesenunterschied ist. Vor allen Dingen, da wir hier noch auf dem fünften rumkrepeln und der erste biegt jetzt schon da vorne in der Kurve ab. Ich glaube nämlich nicht, dass wir das schaffen werden. Ich glaube, da muss ich nochmal einen Rennneustart machen. Oder ich kann es doch so machen, nee, dann mache ich keinen Neustart, wir fahren das nächste Rennen und dann mache ich das wie bei dem anderen einfach mal, dass ich es dann irgendwann mal nachhole. Aber ich muss sagen, ja, die Triumph hat auf jeden Fall seine Schwächen und dabei ist es aber leichter. Bin mal gespannt, wie das auf jeden Fall mit der Kawasaki ist. Kawasaki Z1000 ist ja nun mal der Kurvenkönig schlechthin. Allerdings hat die ja auch 12 Kilo mehr auf den Rippen. Tja. Stellt sich dann natürlich die Frage, wie sich da die Gewichtsverlagerung verhält. Wir kommen auch nicht ran. LeBlanc will uns einfach nicht vorbeilassen. Weißt du was, komm, wir machen es doch. Ich mach doch hier neu. Die Silbermedaille will ich den Computer nicht schenken. Wir machen das jetzt hier mit Goldmedaille fertig. Oh, was ist das denn für eine? Alles klar, so, die fahren wir erstmal hinterher. Erstmal auf Hoch hier einstellen. So, die kloppen sich schon, das ist gar nicht gut. Jetzt muss ich aber auf jeden Fall mal das Bremsverhalten ein bisschen besser studieren. Ja, ey, das Ding ist aber auch schwer einfach. Ey, da ist Schulz. Den haben wir schon nächste Weltrang ist überholt. Jetzt krepeln wir hier auf dem 15 lang. Bin mal gespannt, ob wir zumindest einigermaßen wieder rankommen. Okay, erstmal knallhart in Drive Club Manier erstmal überholt. Boah, das ist... Ja, das ist schwer. Das kannst du gar nicht in Worte fassen. Das ist wirklich schwer hier, diese Maschine zu handhaben. So. Oh, schöne Jacke da, mit diesen orangenen Elementen dabei.
Ja, aber wie gesagt, auf jeden Fall, die Bremse ist viel zu stark eingestellt. Also das wird jetzt wirklich eine Kuschelaktion. Vor allen Dingen regt mich das richtig auf. Ich habe es jetzt überprüft. Die Einstellungen werden nicht gespeichert, auch wenn ich es wieder andersrum einstelle. Darum müssen wir uns hier wirklich dran gewöhnen, wirklich eine L2-Kunst zu betreiben mit den Bremsen. Was fährt denn überhaupt? Was ist das für eine Maschine, Alter? Die gefällt mir. Und vor allen Dingen, guck mal hier. Da überholt uns die italienische Maschine LeBlanc wieder. Na, Blanco? Roberto Blanco, ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist der Hawk voll Sonnenschein. So, aber bevor ich hier noch die Leute verkraule und Deabus passieren, werden wir hier erstmal. Jetzt muss ich mal hier nach vorne machen. So. Er ist nach vorne schon wieder vorne, den kann ich gar nicht lesen, den Typen. Erstmal ist wichtig, Rodriguez war jetzt hinter uns, den haben wir aber weggenutzt. So, irgendwas mit Z. Zonka! Ja, das habe ich mir gedacht, dass wir da eine Strafe kriegen. Nicht, dass mir das nachher noch den Sieg kostet, darum werde ich das ganze Ding jetzt hier erstmal schön zurückspulen. So, Zonka will es aber wissen. Wir sind jetzt schon wieder. 3,1 gleich besser. Eine ganze Sekunde schneller, als wir vor dem Neustart hatten. Ich rutsche hier echt übelst rein, Alter. Ich glaube, ich werde jetzt mal in der nächsten Runde, in der letzten Runde, werde ich jetzt mal hier schön mit voller Traktionskontrolle fahren. Der kommt. Ey, vor allen Dingen, bin übel spät drauf, bin übelst am Bremsen. Na gut, ich bin schon wieder hochgewuppt. Da habe ich wieder Bremskraft verloren. Und seht man ja, wie das hier das wirklich widerspiegelt. Alter, wie der an uns vorbeizieht. Was, wir wissen, was der für eine Maschine ist. So, das wird anscheinend auf jeden Fall doch nochmal ein sehr spannendes Finish. Ja, aber so wie es ausschaut, werde ich euch heute leider nur ein Rennen schenken können. Ich habe leider zu viel beim Tunen der Triumph verbraucht und auch, dass ich ja das Rennen hier neu gestartet habe. Verzeiht, aber dafür werden wir dann morgen auf jeden Fall direkt ins Rennen reinstarten. Ich will ja auch nicht mit zu lang folgen gehen. Boah, sieht mal so, fahren will gelernt sein, das hier kann man echt so als Fahrstunde nehmen. Und die Nase juckt tierisch. Boah. So, wir haben ihn erstmal mit 2,3 Sekunden jetzt abgehängt. Ja, Triumph Allrounder ist auch ein kleiner Kurvenkönig. Eine wunderschöne Queen. Ich muss mich echt erstmal an die Maschine rangewöhnen, ey. Das ist wirklich krass. Das bin ich vorher noch nie gefahren. Jetzt, wenn jetzt hier Folge 1, Folge 2 wäre. Vor allem, der Zonka, er nimmt die super geil, die Kurve und kommt, wie der rankommt. Also der hat mal eben richtig von 2,3 hat er gut gemacht. Heftig. Von 2,3 hat er richtig nah uns mal in die Bredouille gebracht. So, ich will jetzt wissen, was hat der für eine Maschine? Das war die nicht. Eine Aprilia. Ach, das... okay, das ist die Aprilia gewesen. Die haben wir uns auch schon angeguckt. Da wir nun wieder eine Goldmedaille geholt haben, bin ich mal gespannt, wo wir landen. Echt? Echt jetzt? Nur drei? Das kann doch nicht sein. Wir haben uns nur auf 3 Plätze verbessert. Gut, die Liste ist auch nicht mehr so lang. Wir sind auf jeden Fall schon mal ganz oben mit dabei und wir sind der beste Deutsche. Kommt mal ein Japaner, 2 Engländer, ein Brasilianer, Italiener, 2 Stück und ein Engländer auf Platz 1. Ein paar Spanier. Wo ist denn der letzte, wo ist denn hier der nächste Deutsche, Alter? Die gibt's gar nicht mehr. Ich weiß zwar, dass wir Deutsche zu einer aussterbenden Art gehören, aber Paul Schmidt auf 56. Naja. Dann sind wir jetzt halt das Nonplusultra. Tja, tut mir leid, dass wir heute nur eine Folge geschafft haben. Aber ich musste mich da erstmal rangewöhnen. Das ist wirklich eine richtig Hammerzeit. Aber dafür werden wir uns morgen auf jeden Fall den Magni-Kurs und auf jeden Fall den Stelvio-Kurs widmen. Sieht schon mal sehr gut aus. Und ja, da werden wir erstmal richtig lang rocken. Aber vielleicht werde ich mir auch noch eine andere Maschine kaufen. Was ich am besten... doch. Ich mache das während der Aufnahme. Das ist besser. Ich will ja nicht alles hier offline machen. Also, in diesem Sinne, macht was Sinnvolles. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid.